Nene, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bisschen Schule nervt, bisschen cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Fuß, dann sing Nene, Nene, Nene. Der coolste Schuh sieht klasse aus und er tutet noch dazu. Mit Router Toots bist du Hip-Hop-End, denn bei diesem coolen Schuh ist der Sound mit drin, yeah. Wow! Diese neuen Turnschuhe muss ich unbedingt haben. Kaufst du mir bitte noch mehr Taschentücher, Mama? Taschentücher. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Henry sagen, dass wir einkaufen gehen wollen. Oh, der will bestimmt nicht mit. Mama, Mama! Wir müssen einkaufen gehen, jetzt sofort! Hör zu, Henry, es ist mir egal, was du sagst und was für ein Theater du veranstaltest. Wir gehen einkaufen. Ach ja? Super! Hä? Mmh. Schokoladenpudding mag ich am liebsten. Das war ja ganz leicht. Ja, etwas zu leicht. Das war ja leicht. Und Mama kauft mir endlich etwas, was ich will. Jetzt komm, Henry. Wir wollen los. Router tut sich, komme. Juhu. Warte, bis du meine neuen Router tut siehst. Router, was für Dinge? Router Toots, die super coolen neuen Turnschuhe, die mir Mama kauft. Turnschuhe? Wir kaufen dir eine neue Hose. Eine Hose? Ja, du brauchst keine neuen Turnschuhe, du brauchst eine neue Hose. Eine Hose? Nein! Die Router tut's wenigstens ansehen. Ja, hör auf zu quengeln, Henry. Aber... Bitte geh und hol mir ein Spülmittel. Das leicht schäumende. Dort drüben. Das ist echt gemein. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, du hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch einkaufen. Ha, nicht wenn mir meine Mutter Router tut's kauft. Router tut's? Wirklich? Ha! Ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spülibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht schäumende? Oh, die sieht ja schön aus. Ha, aber sicher nicht an dir. Sei nicht so gemein, Henry. Mama, die Schuhabteilung ist in diesem Stock. Können wir nicht nur ganz kurz vorbeischauen? Henry, wie kannst du überhaupt noch nach etwas fragen, nach dem, was du gerade gemacht hast? Du hast mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. Aber Mama... Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja, ist diese Hose auch strapazierfähig? Oh ja, und die führen wir übrigens in allen Größen. Vielleicht möchten gleich beide ihre Jungs sie anprobieren. Ich zieh doch nicht die gleiche Hose wie der an. Und außerdem ist das eine Mädchenhose. Die Hose kann sowohl von Jungen als auch von Mädchen getragen werden. Oh, wie praktisch. Henry, los, benimm dich endlich. Probier sie mal an. Wie geht's? Na, vielleicht probieren wir es mit einer anderen.
Soll ich sie Ihnen einpacken lassen? Ja, vielen Dank. Peter! Henry! Wir gehen! Jetzt beeil dich, Henry! Henry? Verehrte Kunden, falls einer von Ihnen einen schrecklichen Jungen sieht, melden Sie ihn bitte am Informationsstand. Rotatoots, die sind ja so cool! Wenn ich König bin, habe ich für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Rotatoots. Siehst du, Mama? Die sind doch echt cool. Nein, Henry, das geht einfach nicht. Du solltest dich wirklich schämen. Ich kann dich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass du irgendwelchen Ärger machst. Juhu! Das Problem mit Eltern ist, sie haben keine Ahnung, was im Leben wirklich wichtig ist. Ich brauche diese Schuhe unbedingt. Mama versteht das einfach nicht. Verehrte Kunden, der schreckliche Junge wird schon wieder gesucht. Falls Sie ihn sehen, melden Sie es bitte am Informationsstand. Bin gespannt, ob das funktioniert. Da! Die launische Laura. Jetzt habe ich aber langsam die Nase voll von dir. Aber Mama... Kein Aber. Wir gehen jetzt auf der Stelle nach Hause. Ich nehme dich nie wieder mit zum Einkaufen, Henry. Du hättest mächtig Ärger kriegen können. Verzeihung, ja? Sie haben die Hosen vergessen. Oh, ich danke Ihnen. Oh, Verzeihung, haben Sie vielleicht etwas in der Tasche, das Sie nicht bezahlt haben? Nein, das glaube ich nicht. Dürfte ich mal nachsehen? Ja, natürlich, aber... Wie erklären Sie sich dann das hier? Oh, tja, wissen Sie, das war so... Henry, oh je. Nein, nein! Bitte nehmen Sie meine Mama nicht mit. Stecken Sie sie nicht ins Gefängnis. Bitte nicht. Bitte nicht. Das war ich. Ich habe es in Ihre Tasche gelegt, weil ich wollte, dass Sie es mir kauft. Das ist alles meine Schuld. Nun, das glaube ich gern. Stecken Sie mich an Ihrer Stelle ins Gefängnis. Tja, es ist gegen die Geschäftsvorschriften, Kinder einzusperren, bedauerlicherweise. Also will ich noch mal ein Auge zudrücken. Oh, ich danke Ihnen. Vielen Dank und selbstverständlich bezahle ich das Spielzeug. Und wollen Sie diese hier ebenfalls kaufen? Oh, ja, tja, na gut, die auch. Siehst du, Papa? Ich hab's dir doch gesagt. Rotatoots sind echt cool. Schon gut, Henry. Das reicht jetzt. Geht und hängt eure neuen Hosen in den Schrank. Oh je, tutende Schuhe. Irgendjemand scheint Eltern wirklich zu hassen. Oh, das war ein toller Tag. Eine neue Hose und heute Abend gibt's Schokoladenpudding. Schokoladenpudding? Ach, richtig. Siehst du? Wir können ihn hören, egal wo er hingeht. Wenn ich so darüber nachdenke, wo geht er eigentlich hin? Nein! Nicht! Hör auf!
Tolle Idee, diese Turnschuhe, Henry. Jetzt wissen wir immer genau, wann und wo du wieder etwas anstellst.